Pneumonie-Patient, 1,80 groß, 85 Kilo, keimfrei. Moment. Stabile Stand. Ist bereit. Ja, dann geht's auf nach Wittenberg und Landing Line ist on. Wir haben ein Check-up, Leftzeit clear. Wir haben hier eine Pneumonie, das heißt, es ist eine Lungenentzündung, die die Patientin hat. Die größte Sorge, die ich habe, ist, dass wir Probleme haben mit der Beatmung. Ja? Also die Patienten haben häufig sehr eskalierte Beatmungsparameter, das heißt hohe Beatmungsdrücke, und es kann gut sein, dass uns das unterwegs Probleme macht. Ach ja, gucke. Mach das nur nochmal. Bestätigung, gut, gut. Ich freue mich jedes Mal einzusteigen, auch wenn ich jetzt lange Urlaub hatte oder mal krank war. Ich freue mich immer wieder einzusteigen. Mein Name ist Björn Heiderich, bin 40 Jahre alt, Pilot und Stationsleiter der Station Halle. Ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren hier am Standort und jetzt dann fast 12 Jahre in der Luftrettung. Ja, Approach, Streaming. In der Dingscover Richtung Westen und fast zu Anflug. Alles klar, die Kabine ist hat mitgehört. Bereit. Also man muss natürlich seine Gedanken beieinander haben, dass man die Anflüge so wählt, dass niemand gefährdet wird. Da produziert man so viel Wind, das ist dann mitunter sehr schädlich dann. Und muss schon aufpassen, wo man drüber fliegt tatsächlich. Ich hatte auch schon mal mit einem Kollegen einen Einsatz, sind zur Landung in der Dämmerung auf einem Supermarktparkplatz. Der war recht eng und Autos parkten unter uns, haben eine Lücke gefunden. Und dann auf einmal fährt unter uns ein Auto weg. Ja. Schlussendlich haben wir erfahren, da saß keiner drin. Das ist weggefahren aufgrund unseres Abwindes. Soll ich die Beatmung noch draufschmeißen? Kannst du machen. Die kann ich aber auch rausnehmen, wenn die Trage draußen ist. Dann mache ich die Trage erstmal los, ja? Fahr erst mach raus. Man hat diese großen Intensivtransporte, diese schwerst kranken, kritisch kranken Patienten, die man praktisch von A nach B fliegt, wo man weiß, wenn man diese Patienten jetzt nicht verlegt von dem einen Krankenhaus in das andere Krankenhaus, werden die versterben. Hallo, kommen Sie ruhig ran. Ich wollte jetzt wirklich nicht stören, aber er fand es gerade so interessant. Klar, wir gehen jetzt mal zusammen gucken. Mal vorne reingucken, wenn du magst. Ja, mal darf ich mal ein bisschen hochheben, genau. Cool, der Notfall. Mit Mikrofon, ne? Ja, der kann alles sagen. Genau. Mit einem Kehrwesen. Ein Kehrwesen, falls doch. Es dreckig ist. Hat er gut erkannt. Man versucht natürlich den Kindern alles zu erklären. Ja. Also ich kann mich ja daran erinnern, wo ich selber Kind war. Und ich habe mich nicht hingetraut an den Hubschrauber. Das war ja, oh Gott, ich hatte höchsten Respekt vor diesen Leuten und Nachgang natürlich totaler Quatsch. Ich freue mich, wenn jemand kommt und sich interessiert, jedes Mal. Da ist auch ein Notarztkoffer. Ja, wir haben ganz viele Notarztkoffer, für Kinder, für Erwachsene. Und auch Nadeln habt ihr immer. Nadeln haben wir auch ein paar. Die Spritze. Mhm. Auch vor denen habe ich Angst. Also uns wurde hier ein Patient übergeben, der eine schwere Lungenentzündung auf beiden Seiten hat, dass die Lunge also nicht mehr richtig fähig ist, Sauerstoff aufzunehmen und den Körper praktisch ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Das weitere Problem ist, dass wir hier eine so schwere Infektion haben, dass wir von einer Sepsis sprechen. Das heißt, es ist nicht nur die Lunge betroffen, sondern der Patient kommt hier mit der Immunabwehr, die sonst normal funktioniert, hier nicht mehr zurecht. Und weitere Organe versagen hier in ihrer Funktion. Der Patient geht jetzt also in die Universitätsklinik
und dort haben wir die Möglichkeit, dass der Patient mit einer ECMO versorgt wird. Das ist also, kann man sich vorstellen, wie eine künstliche Lunge und darin wird er auch verlegt, um praktisch dort noch versorgt werden zu können mit einer ECMO. Linke Kufe, jetzt und die rechte in der Hand.